Bundesfernsehen, das ist Teenie Lounge. Herzlich willkommen zu unserer November-Ausgabe. In unserer Rubrik Teenie Lounge exklusiv trafen wir Mehrzad Marashi. Und was er uns so erzählt hat, das seht ihr jetzt. Was für eine Ehre, Mehrzad Marashi bei uns in Wien. Ja, also die Ehre ist meinerseits genauso. Ich freue mich immer wieder in Wien zu sein und ich wurde eingeladen hier. Und darf halt mal mitmachen ein bisschen. Ne? Und ich bin total glücklich, es gibt halt eine Autogrammstunde hier und ich hoffe, dass genug Fans auch Autogramme kriegen. Und natürlich sind wir bei der Show auch dabei. Und dann werden da ein kleines Konzert geben. Und wie lange bist du jetzt noch in Wien? Ja, ich muss leider um 4 Uhr morgens wieder zurückfliegen. Ja. Der 30-jährige Hamburger gewann die diesjährige Show DSDS. Doch was hat sich seitdem alles so bei ihm geändert? Auf jeden Fall würde ich sagen, weniger Sorgen finanziell gesehen, aber andere Sorgen wachsen natürlich auch mit. Es ist halt so, dass man seinen Traum leben darf, dass man den Beruf leben kann, den man sein Leben lang wollte. Und ich bin eigentlich davon schon viel glücklicher. Ja. Haben Sie eigentlich Idole bzw. jemanden, von dem Sie sich so ab und zu was abschauen? Also abschauen würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall Vorbilder auf jeden Fall. In Deutschland würde ich auch mal sagen, ist Xavier Naidoo der Größte für mich. Und weltweit gesehen finde ich Boyz II Men sehr cool, weil die einfach mega geile Melodien haben und super stimmen. Und was haltet deine Frau davon, dass du so viele weibliche Fans hast? Ich denke mal, sie kann mir vertrauen und da ist ja ein ganz entspannt. Keine Sorgen. Mit Mehrzad Marashi stand auch Skandalrapper Manuin Fröhlich im Finale. Doch was haltet der Gewinner von Deutschland sucht den Superstar so eigentlich von dem Rapper? Ich finde, er ist ein guter Sänger auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch lange von ihm nicht mehr gehört, muss ich sagen. So, weil ich mich eigentlich auch mit dem Thema auch nicht so beschäftige, weil es im Moment für mich eigentlich kein Thema ist. Ja, ich habe so viel mit meinen eigenen Sachen zu tun, dass das mich eigentlich gar nicht so interessiert. Was haltet der Gewinner einer Castingshow allgemein von Castingshows? Na, im Moment gibt es halt keine andere Variante für Künstler, irgendwie wirklich was aus sich zu machen, weil einfach die Mittel fehlen und auch die Kontakte. Ja. Das heißt, ich habe ja auch wirklich 16 Jahre zuvor Musik gemacht und habe immer versucht, auf eigenen Beinen das zu schaffen und es hat einfach nicht funktioniert, weil das viel zu schwierig ist. Und mittlerweile, wo ich es jetzt geschafft habe, sehe ich einfach, was für eine Riesenmaschinerie dahinter steckt und alleine kann man das einfach nicht bewältigen. Wenn zum Beispiel jetzt Jugendliche sich jetzt das Interview sozusagen anschauen, was würdest du denn raten? Also zuerst die Schule fertig machen oder gleich mit dem Singen anfangen? Also Singen kann man eigentlich immer machen. Ja? Man kann, das würde ich jedem ans Herz legen, es macht viel Spaß, es ist ein Ausgleich, aber trotzdem sollte man dieses Ziel, Sänger zu werden. Ja? Man muss schon klar sein, dass es natürlich auch wie ein Sechser im Lotto ist. Ja? Das ist halt nicht so einfach. Und, deswegen so eine schulische Ausbildung ist, denke ich mal, ganz wichtig, dass wenn alles nicht mehr funktioniert und du irgendwann mal plötzlich Vater wirst oder was auch immer, dass du weißt, okay, dann kann ich immer noch das und das machen. Ja, bleiben wir gleich beim Thema Musik. Wir haben unsere Musikexpertin Vicky Trautmann wieder mal bei uns zu Gast. Servus Vicky, schön, dass du es hast einrichten.